Herzlich willkommen heute zum Thema, wie deine Reputation deinen Erfolg beeinflusst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Unternehmen, jeder Gründer fragt sich natürlich, wie er seinen Erfolg am Markt vergrößern kann und vernachlässigt häufig das Thema der Reputation. Nun, was ist überhaupt Reputation und welchen Wert hat sie für deinen Erfolg? Nun, stellen wir uns vor, du gehst auf einen Markt und möchtest wissen, welcher Händler hat gute Melonen, gute Früchte? Und dann fragst du die anderen Kunden, die auch auf dem Markt sind, nach deren Meinung. Die sagen, also der Händler, geh da bloß nicht hin, da gibt es faule Früchte, die sind völlig alt und schlecht und völlig überteuert. Nun gehst du zum nächsten hin und fragst wiederum die Kunden und dann sagen die, also den kann ich empfehlen. Die letzten 10 Jahre hat der gute Früchte gebracht und der Preis war immer angemessen und hat mir sogar mal eine Anzahlungsmöglichkeit oder einen Zahlungsaufschub gegeben, mir vorher schon die Produkte gegeben. Da kann ich dir empfehlen, hinzugehen. Nun, du merkst schon an diesem einfachen Beispiel, wie wichtig ist das, was andere Menschen über dich als Dienstleister, als Produzent sagen. Und dieses Kapital, das nennen wir deshalb auch das sogenannte symbolische Kapital. Nun, was bedeutet nun symbolisches Kapital? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was an deinen Produkten so besonders ist oder warum ich bei dir kaufen sollte, Kunde werden sollte, nun, was wirst du sagen? Wirst du sagen, also ich bin noch neu am Markt und ich bin noch nicht so erfahren und meine Produkte gibt es nicht und ich weiß nicht, wie gut die im Vergleich zu Mitbewerbern sind? Nein, das wirst du mir nicht sagen. Du wirst mir sagen, wie jeder Versicherungsberater, jeder Gastwirt, also meine Produkte, das sind die allerbesten. Ja, also wir haben besondere Verfahren, wir haben besondere Produkte und ich bin auch der Beste. Nun, das kann ich aber als Kunde, als Marktteilnehmer schwer überprüfen. Deshalb, gerade bei Produkten, wo die Qualität der Dienstleistung oder des Produkts, des Angebots, der Verfahrensweisen nicht qualitativ leicht zu überprüfen ist, da wird es umso wichtiger, wie groß dein symbolisches Kapital ist. Und dieses symbolische Kapital, das sind die Meinungen der Menschen über deine Leistung aus der Vergangenheit. Was bedeutet das also? Wenn ich dich überprüfen will, dann frage ich dich nicht, was du mir sagst heute, sondern ich gucke in deine Vergangenheit und stelle dir die Frage, erstens, welche Früchte, welche Werke kannst du mir in der Vergangenheit zeigen? Das ist die erste wichtige Frage im Reputationsmanagement. Und die zweite wichtige Frage ist dann, wer ist Zeuge davon? Das heißt also, wie viele Menschen berichten von guten Erfahrungen in deiner Vergangenheit? Und je mehr Menschen es sind, die gute Erfahrungen haben, und je besser die Werke und Früchte und Ergebnisse sind, das heißt die Problemlösung, die du vermittelt hast, desto höher insgesamt wird dein symbolisches Kapital der Reputation. Die Reputation ist natürlich zu unterscheiden von einer Rezension. Rezension ist eine fachliche Bewertung nach bestimmten Kriterien auf wenigen Seiten, wo jemand sich mit dem Thema auskennend dann einen Bericht schreibt, einen Report schreibt, ein Feedback gibt. Das ist ja so ein fachliches Gutachten, die Rezension. Das kann natürlich auch helfen, deine Reputation insgesamt zu vergrößern. Was sind nun die 4 Zutaten deiner Reputation? Nun, die erste Zutat ist deine Glaubwürdigkeit. Hier geht es also darum, inwieweit du es wert bist, mit deinen Produkten den Glauben zu bekommen, den Glauben geschenkt zu bekommen, dass du das machen wirst, was du auch gesagt hast. Das heißt, wenn du mir etwas versprichst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Versprechen einhältst? Wie weit ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass dein Wort mit deinem Handeln übereinstimmt? Das ist ein Faktor, ein wichtiger Faktor deiner Reputation. Der zweite wichtige Punkt deiner Reputation ist die Zuverlässigkeit. Also, wie weit hast du in der Vergangenheit gezeigt, dass andere Menschen sich auf dich verlassen können, dass du Versprechen und Verbindlichkeiten eingehst und die einhältst, auch dann, wenn es für dich unangenehm ist, auch dann, wenn du vielleicht kein Geld bekommst oder wenn du niedrige Deckungsbeiträge erwirtschaftest. Das heißt, inwieweit können andere Menschen sich auf dein Leistungs- und Wertangebot verlassen, egal wie draußen die Situation, der Sturm des Marktes stürmt. Der dritte Punkt, die dritte Zutat von deiner Reputation ist deine Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, kann ich den Aussagen, den Versprechungen, die du für die Zukunft gibst, kann ich diesen trauen? Sind deine Leistungsangebote, deine Aussagen, sind die vertrauenswürdig? All das überprüft dein Kunde, all das wird im Internet über Bewertungen abgebildet und Menschen teilen diese Botschaft, wenn sie negativ ist, 20 Mal schneller, als wenn diese positiv ist.
Die vierte Zutat, das ist die Verantwortung, dein Verantwortungsbewusstsein. Und wenn du dieses Wort auseinander nimmst, dann steckt da das Wort Antwort drin. Also bist du ein Mensch, der nur Fragen stellt, der andere Menschen auf Probleme hinweist, oder bist du jemand, der Antworten gibt, der sich dafür einsetzt, Lösungen zu finden? Jemand, der eigenverantwortlich für Prozesse, für Menschen, für die Probleme anderer Menschen in Rechenschaft tritt. Diese vier Zutaten, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Diese vier Zutaten insgesamt ergeben dann die Reputation aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der Werke, die du in der Vergangenheit anderen Menschen feil und dargeboten hast. Das, was andere Menschen als Zeuge bereit sind zu bestätigen, das ist deine Reputation. Und warum ist das nun eine symbolische Kraft, ein symbolisches Kapital? Weil die Reputation etwas über deine Zukunft, über dein Verhalten in der Zukunft aussagen wird. Das heißt, Reputation bedeutet für mich die Sicherheit oder die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dich in der Zukunft so verhalten wirst, wie du es in der Vergangenheit gezeigt hast. Wenn dich das noch nicht überzeugt, dass Reputation aufgrund dieser vier Argumente und der Zeugen deiner Vergangenheit wichtig sind für deinen unternehmerischen Erfolg, nun, da kann ich an dieser Stelle noch Adam Smith zitieren aus dem Jahre 1766. Er hat nämlich damals schon die These aufgestellt, dass die Vorteile, die du dir verschaffst durch einen Betrug, nehmen wir an, du machst vier Geschäfte und ziehst vier Kunden hinters Licht oder über den Tisch, dass dieser Vorteil immer kleiner ist als die Anzahl der Geschäfte in der Zukunft, die du machen könntest, wenn du weiterhin eine gute Reputation gehabt hättest. Wenn du beispielsweise Produkte verkaufst oder Finanzdienstleistungsprodukte weiterempfiehlst oder irgendwelche Produkterechte, die unseriös sind, und du informierst 100 Leute in deinem Umfeld und es stellt sich heraus, dass das unseriös oder sogar ein Betrug war. Nun, das merken sich diese 100 Menschen und missachten dich. Und diese Missachtung, diese negativen Zeugen deiner negativen Werte, nun, die sind in der Regel 20 Mal aktiver unterwegs und informieren 20 Mal mehr Menschen als die Menschen, die eine gute Reputation, die dich achten, die dich wertschätzen. Das bedeutet also, dass dieser kurze, schnelle Vorteil, den du hast aufgrund von Betrug oder unseriösen Geschäftsgebaren, dich wesentlich mehr kosten wird an Geschäften, Potenzialen und Erträgen, die du haben könntest, wenn du auf deine Reputation geachtet hättest. Zusammengefasst lade ich dich also ein, dir Gedanken zu machen um eine deiner wichtigsten Ressourcen, dein symbolisches Kapital der Reputation. Überlass es nicht dem Zufall, was andere Menschen in diesen vier Bereichen denken, sondern mach dir einen Plan. Diese Handlung nennt man dann Reputationsmanagement. Also mach dir Gedanken darum, was andere Menschen von dir denken sollen, welche Werke du errichten solltest, wofür du bekannt sein willst, und täusche das nicht vor, sondern biete belastbare Beweise. Und wenn du dieses Reputationsmanagement, was auch Bestandteil vom Marketing ist, dein Image, die Reichweite, die Zielgruppe, was sollen andere von dir denken? Wenn du das gemeinsam mit einem Expertenteam entwickeln willst, nun, dann lade ich dich ein, einen Gutschein zu nutzen und ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass du die Reputation aufbaust, die von Jahr zu Jahr steigend auch die Umsätze und die Erfolge generiert, die du wünschst, die du brauchst. Ich wünsche dir viel Erfolg und lade dich ein, den Kanal zu abonnieren und den Kanal weiterzuempfehlen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.